Moin Leute, ich heize ja mit Klimaanlagen mein Haus und das ist super effizient und günstig in der Anschaffung. Aber in einem Zimmer habe ich tatsächlich auch eine Infrarotheizung und jetzt natürlich die Frage, warum und wie sind meine Erfahrungen eigentlich mit solchen Dingern? Um das zu erklären, lasse ich heute beide Heizungen im Experiment gegeneinander antreten und messe einfach mal, was die so können. Und das Ergebnis ist schon irgendwie krass und man muss es halt auch wirklich richtig interpretieren können. Deswegen erkläre ich euch heute auch, was das eigentlich für euch bedeutet, also das Ergebnis und welcher Typ für euch dann eigentlich wann und wo am sinnvollsten ist. Das Experiment. Ich lasse heute beide Heizungen diesen Raum hier um 5 Grad aufheizen und messe dabei, wie viel Strom die dafür benötigen und wie lange die dafür brauchen. Und ich bin mir relativ sicher, dass die Klimaanlage, das ist halt eine mega effiziente Luft-Luft-Wärmepumpe von Panasonic mit einer saisonalen Leistungszahl von 5,2 gewinnen wird. Deswegen starte ich zuerst mit dieser und danach erst die Infrarot, damit die einen kleinen Vorteil hat. Also der Raum ist praktisch schon ein bisschen vorgeheizt und es ist auch etwas Zeit vergangen und draußen wird es dann etwas wärmer. Okay, erstmal lassen wir den Raum richtig auskühlen und zwar auf 11 Grad. Das ist gerade die Außentemperatur und zwar so lange, bis die Temperatur stabil bleibt. Die Energiemessung mache ich bei beiden gleich und zwar mit diesem einfachen Steckdosengerät. Die Leitung der Klima leite ich für den Zweck tatsächlich kurz um. Das könnt ihr hier sehen, wie ich das gemacht habe. Auf keinen Fall nachmachen, bitte. Das ist wirklich gefährlich, aber für das Experiment machen wir es jetzt mal. Dann starten wir mit der Klimaanlage, stellen alles auf automatisch, also komplette Automode. Ich lasse sie das einfach selber entscheiden und während der Messung mache ich auch die Jalousie runter, um irgendwie Einstrahlung zu vermeiden, um solche Effekte auch noch zu minimieren. Jo, ihr seht jetzt hier auf der Y-Achse, wie viel die Klima die Temperatur angehoben hat, in welchem Zeitraum. Also ihr seht, um 10.49 Uhr, das könnt ihr hier unten sehen, da habe ich die Klimaanlage angeschaltet und dann geht es auch nach etwas Vorlaufzeit direkt volles Rohr los. Also es geht recht schnell tatsächlich. Während des Heizens zieht die Klimaanlage ca. 700 Watt, wie ihr hier auch sehen könnt. Verbraucht hat sie in dieser halben Stunde, die sie für die 5 Grad benötigt hat, 0,31 Kilowattstunden an Strom. Also das ist echt nicht viel. Jetzt die Infrarotheizung. Wir sehen hier, dass das Infrarotpanel so circa 600 bis 700 Watt zieht. Also das ist so ungefähr das, was es so zieht. Das ist total ähnlich wie die Klimaanlage. Das ist natürlich echt schön. Da können wir es relativ direkt vergleichen. Um 12.16 Uhr ging es dann los und es passierte einfach fast gar nichts. Um 15 Uhr hatte ich dann absolut keinen Bock mehr. Das ging mir einfach mega auf den Sack. Ich meine, das frisst ja auch Strom wie die Sau. Und dann habe ich die Infrarot halt einfach direkt vor den Sensor gestellt, wie ihr hier sehen könnt. 16.13 Uhr, endlich 4 Grad Anstieg erreicht. Ja, mir reicht es langsam, deswegen schalte ich noch ein IR-Panel, ich glaube mit 300 Watt dazu. Und das strahlt den schwarzen Sensor jetzt direkt an und steht wirklich 1,5 Meter weit weg vom Sensor. Also beide Panels strahlen den direkt an und stehen echt nicht weit weg. Okay, jetzt wird es endlich mal schneller, jetzt passiert was. Man sieht es halt hier, das geht mal richtig ab. Und um 16.30 Uhr ist es dann tatsächlich endlich vollbracht, die 5,6 Grad Anstieg, wie wir sie halt auch bei der Klimaanlage hatten, sind erreicht und dafür haben wir 2,67 Kilowattstunden verbraucht. Die Raumtemperatur war aber circa 2 Grad niedriger, da der Sensor direkt angestrahlt wurde. Also die Luft wurde tatsächlich nicht so stark erwärmt. Jetzt natürlich sofort die Frage, 2,6 Kilowattstunden gegen 0,3, ist die Infrarot also komplett scheiße oder was ist da los? Nein, so einfach ist das tatsächlich nicht und ich erkläre euch jetzt auch warum und es ist echt wichtig zu kapieren, denn wenn ihr das verstanden habt, dann könnt ihr die Heizung wirklich optimal einsetzen und könnt das machen, wie ihr wollt und ihr habt das Grundprinzip dann kapiert. Das ist halt echt wichtig. Okay, die Klimaanlage hat jetzt irgendwie 8-mal weniger Energie verbraucht. Was heißt das jetzt? Ist der Wirkungsgrad der Infrarotheizung einfach so schlecht oder wo ist das Problem? Nein, tatsächlich nicht, ja. Die Klimaanlage wird grob einen Wirkungsgrad von so 400 bis 500% haben. Je nachdem, wie viel Temperatur die halt anheben muss, kann das auch weniger sein. Die Infrarotheizung sollte aber grob eigentlich auf 100% Wirkungsgrad kommen. Es ist halt einfach eine Stromdirektheizung. Das heißt, die wandelt den Strom eigentlich ziemlich direkt in Wärme um und das funktioniert eigentlich meistens mit fast 100%. Also wenn überhaupt, würde man eigentlich irgendwas zwischen 3 bis 5-mal mehr Energie erwarten, aber nicht 8-mal. Also was ist hier los? Also woran liegt das? Die Klimaanlage ist halt eine sogenannte Konvektionsheizung. Das heißt, die erwärmt in erster Linie direkt die Luft und erst später dann über die Luft werden die Möbel und die Wände und so weiter dann durch die warme Luft erwärmt. Also ihr seht das hier, ja, Klima, Luft und dann erst die Wand oder Möbel halt, also irgendwelche festen Gegenstände. Oder ihr auch. Die Infrarotheizung macht es halt anders. Die sendet ja wirklich Infrarotstrahlung aus.
Diese trifft dann zum Beispiel auf die Wand oder auf eine Person und erwärmt dann die Wand, Möbel, Person, was auch immer angestrahlt wird, direkt. Und die Wand und oder Möbel erwärmt dann erst die Luft. Also das ist halt der, die Abfolge ist anders. Ne? Ich habe quasi erst die Infrarotheizung, dann erwärme ich die Wand und dann die Luft. Ne? Das ist der Unterschied. Ist das für dieses Experiment nicht eigentlich komplett egal? Nee, tatsächlich nicht. Also für dieses Experiment nicht, weil die Luft eigentlich nur ganz, ganz wenig Wärme speichern kann und die Wand zum Beispiel viel, viel mehr. Das bedeutet aber auch, dass die Wand einfach länger braucht, um warm zu werden. Nicht wegen der spezifischen Wärmekapazität tatsächlich, was jetzt viele denken werden, denn die ist zwischen zum Beispiel Gips, woraus unsere Wand besteht, und Luft fast gleich. Also die haben fast dieselbe spezifische Wärmekapazität. Das ist wegen der Dichte. Die Luft zum Beispiel in dem gezeigten Raum hat ungefähr, also 33 Kubikmeter. Und die kann genauso viel Wärme speichern wie ein Gipsklotz von den Ausmaßen 30 mal 30 mal 30 Zentimetern. Das ist schon ein krasser Unterschied. Ich habe jetzt Gips genommen, weil die Wände bei uns aus Gipskarton sind. Also nochmal einfach erklärt, die Infrarotheizung wärmt zuerst den Gegenstand auf, auf den sie strahlt. Und in meinem Fall war das am Anfang die Wand. Und die braucht einfach wegen der viel größeren Wärmemenge, die sie speichern kann, einfach länger, bis sie warm wird. Aber wenn sie dann mal warm ist, dann bleibt sie auch lange warm. Das ist halt auch ein wichtiger Unterschied, den man wissen muss. Bei der Luft ist es halt anders. Die Klimaanlage erwärmt dann praktisch direkt die Luft und das geht sehr schnell. Die Luft kann wenig Wärme speichern. Wenn ich aber ausmache, kühlt die halt auch schneller wieder ab. Ja, wie gesagt, wenn ich irgendwann ganz lange warte, dann gleicht sich der Effekt an. Also dann hat sich die Luft und auch die Wände und so befinden sich in einem Gleichgewicht und dann habe ich es irgendwann erreicht. Natürlich ist der Effekt, den ich jetzt hier beschrieben habe, nicht so komplett getrennt, wie ich das genannt habe. Also die Klima erwärmt natürlich auch in den gemessenen 30 Minuten schon die Wände und umgekehrt halt auch. Ne? Aber ich denke, das Prinzip ist irgendwie klar geworden, hoffe ich. Deswegen werde ich in der nächsten Woche denselben Vergleich nochmal machen und zwar mit einem Heizlüfter oder einem Konvektor. Das ist im Prinzip egal. Und dann sind wir wirklich in der Lage, den Wirkungsgrad der Klimaanlage tatsächlich zu bestimmen. Und das finde ich halt echt interessant. Fangen wir erstmal mit den Kosten an. Also der Wirkungsgrad der Infrarotheizung ist über das Jahr gemittelt 5,2 Mal niedriger als bei meiner Klimaanlage, wenn man den Herstellerangaben natürlich glauben kann. Aber selbst wenn es nur 3 bis 4 Mal wären, heißt das immer noch, dass ihr für dieselbe Heizleistung 3 bis 5 oder 3 bis 4 Mal weniger Strom braucht. Und das ist schon krass viel, besonders bei den jetzigen Preisen. Meine Klimaanlage hat damals grob 800 Euro gekostet. Ich habe die in Italien bestellt, Shop steht hier unten und wie immer, ich habe keine Verbindung zu dem Shop, ich bin ganz normaler Kunde. Plus circa 150 Euro für Rohre und Kabel. Das Teil hat eine mittlere Heizleistung, die steht halt im Datenblatt, von circa 3,4 kW. Eine 1,2 Kilowatt Infrarotheizung, die kostet rund, ich habe es bei Amazon nachgeguckt, so 230 Euro mit Thermostat. Das brauche ich dann ja schon. Ich bräuchte also davon 3 Stück, also 3 Infrarotheizungen, um auf ungefähr dieselbe Heizleistung zu kommen wie die Klimaanlage. Das heißt, ich wäre dann ungefähr grob bei 690 Euro. Also so richtig günstig ist das auch nicht, ne? Zumindest wenn ich wirklich echt heizen will damit. Also bei gleicher Heizleistung ist tatsächlich die Anschaffung von einer Infrarotheizung eigentlich auch nicht wirklich günstig. Da darf man sich halt nicht täuschen lassen. Es mag sein, dass es natürlich noch bessere Angebote gibt, aber es gibt auch noch günstigere Klimaanlagen. Also ich habe jetzt hier ein relativ teures Modell tatsächlich. Deswegen würde ich jetzt persönlich sagen, also als wirkliche Raumheizung ist eine Infrarotheizung eigentlich eher nicht so empfehlenswert, weil die einfach super ineffizient ist. Warum habe ich dann eine Infrarotheizung im Büro? Das ist die Frage, die sich dann natürlich sofort aufdrängt. Ganz einfach, hier eine Klimaanlage einzubauen in dem kleinen Büro ist halt echt schwer und auch übertrieben, da das Zimmer sehr hoch gelegen ist und auch klein ist. Ja, also ich müsste dann die Klimaanlage erstens mal direkt vorne ans Haus stellen, wirklich vor den Eingang, das finde ich nicht schön. Und der Raum ist ziemlich klein und wenn ich Rechner arbeite, zum Beispiel, reicht das tatsächlich, um den Raum schon zu erwärmen. Ja, ich rechne als Wissenschaftler zum Beispiel relativ viel auf meinem Computer und das erzeugt dann auch schon ganz gut Heizleistung. Ich nutze die Infrarotheizung praktisch nur morgens, wenn der Raum noch relativ kühl ist und lasse mir dann meinen Rücken anstrahlen. Also ich lasse die mir von hinten auf den Rücken strahlen und das ist super angenehm und nach circa 30 Minuten ist das eigentlich dann schon okay. Also dann hat sich der Raum durch den Rechner und durch die Infrarotheizung so weit aufgeheizt, dass ich dann die Infrarotheizung wieder ausmachen kann. Wenn ihr euch direkt bestrahlt,
dann nutzt ihr die Energie ja absolut lokal. Also ihr müsst dann ja nicht mehr irgendwie den ganzen Raum aufwärmen, sondern nur noch euch. Und das ist natürlich dann viel effizienter. Und das ist dann auch kein unsinniger Einsatz mehr. Also ich erwärme in dem Fall nicht den ganzen Raum, sondern ich erwärme nur mich sozusagen. Also zusammengefasst, für einen zeitlich und räumlich stark begrenzten Einsatz kann die Infrarotheizung durchaus eine gute Ergänzung sein. Einfach, weil die in dem Fall dann in der Anschaffung wirklich günstiger ist, weil ich dann nicht diese hohen Leistungen brauche und weil es auch schön ist, sich den Pelz aufwärmen zu lassen. Vielleicht sogar, wenn man irgendwie gesundheitliche Probleme hat, was weiß ich, schwere Beine, tut einem irgendwas weh oder so, da ist das auch echt eine ganz angenehme Sache, das muss man schon sagen. Ne? Dann tut es aber auch im Prinzip eigentlich so ein ganz primitiver IR-Strahler wie hier, der kostet dann nochmal eine ganze Ecke weniger. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und sage bis zur nächsten Woche. Dann kommt der Vergleich zum Heizlüfter und dann können wir wirklich mal die Leistungszahl der Klimaanlage abschätzen. Da bin ich tatsächlich mega gespannt drauf, weil da frage ich mich, ob der Hersteller da eigentlich lügt oder nicht. Macht's gut, ciao. Jo, das Experiment. Also ich habe es so aufgebaut, ich lasse praktisch beide Heizungen in diesem Raum, den ich euch hier zeige, um... Sorry, es war etwas runtergeplumpst.